Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Also nochmal. Erst da umklappen, dann noch einmal so falten. Tja, und zuletzt noch an den beiden schrägen Linien falten und dann die beiden Flügelspitzen aufstellen. Das ist doch kinderleicht. Superpilot Norman Price ist mit seinen Maschinen bereit zum Abflug. Ach, guten Tag, Dennis. Norman. Hey, Feuerwehrmann Sam, guck mal. Ach, wir haben heute keine Zeit für deine Flausen, Norman Price. Heute ist großer Feuerschutztag und Feuerwehrmann Sam und ich haben noch viel zu tun. Immer herein, meine Herren. Und nicht auf Norman achten. Tut mir leid. Feuerschutz geht eben vor. Machen Sie sich keine Sorgen, Dillis. Das ist nur eine Routinekontrolle, damit Ihr Supermarkt auch wirklich sicher ist. Denn darum geht's am Feuerschutztag, um Sicherheit. Hauptfeuerwehrmann Steele, würden Sie bitte die Leiter festhalten, während ich den Rauchmelder teste? Aber sicher. Denn sicher ist sicher. Testen Sie Ihre Rauchmelder auch regelmäßig, Dillis? Oh ja, ganz regelmäßig. Oh, was ist denn das für ein Piepen? Oh nein, das ist der Testalarm. Der Rauchmelder funktioniert also einwandfrei. Oh nein. Verflixter Funkenflug, was war das denn? Oh Gott, Hilfe, eine Fledermaus greift mich an. Oh Gott, hol sie doch mal. Oh nein. Ach, Mom. Norman Price. Oh nein. Hilfe, schnell. Nur die Ruhe, Dillis. Das ist überhaupt keine Fledermaus, sondern... Oh, wie bildschön. Oh, Feuerwehrmann Steele, Sie sind zu freundlich. Was? Nein, als ich bildschön sagte, da meinte ich... Wenn diese Sache geklärt ist, fehlt nur noch eins. Der Notausgang muss geprüft werden. Sehr dringend sogar. Oh. Fein. Der Notausgang funktioniert. Von Papierfliegern hat der Hauptfeuerwehrmann keine Ahnung. Irgendjemanden muss es doch geben, der sich für meine tolle Flugschau interessiert. Soweit ist alles in Ordnung, Dillis. Aber du solltest vorsichtiger mit den alten Verpackungen sein. Papier und Pappe fangen leicht Feuer und lösen Brände aus. Ach, was würde ich nur ohne Sie beide tun? Zu einem Tässchen Tee sagen Sie doch jetzt nicht nein. Ich meine, vielen Dank, Mrs. Price. Ich denke, Sam und ich sollten jetzt weiterfahren. Wir haben noch viel zu erledigen heute. Hä? Au! Wie kommt denn der hierher? Norman Price! Oh nein, nicht schon wieder! Ich dachte, heute wäre Feuerschutztag, nicht Norman Price Verfolgungstag. Wenn ich nur einen Ort wüsste, wo Hauptfeuerwehrmann Steele mich nicht stört. Ah, wer hat schon mal von einem Feuerschutztag in einer Feuerwache gehört? Hier wird mich Hauptfeuerwehrmann Steele nicht stören. Das ist das allerbeste Flugzeug, das ich je gebaut habe. Jetzt fehlt nur noch jemand, der etwas von Papierflugzeugen versteht. Schnippti schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh nein! Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price? Hä? Gar nichts. Naja, eigentlich wollte ich dir was vorführen.
was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppidi, hoppidi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, ja, ich mach auch. Schnippti, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Crittlington, wie sieht es denn mit unserem Essen heute aus? Noch nichts angebrannt, hoffe ich. Ich habe den Eintopf gerade angestellt. In einer Stunde ist er fertig. Ausgezeichnet. Feuerschutz macht nämlich ziemlich hungrig. Also wirklich? Hauptfeuerwehrmann Steele. Norman Price, ich habe ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Nicht übel, dieser kleine Flieger. Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Wie kommst du mit deinen Papierflugzeugen voran? Überhaupt nicht. Niemand sonst in Pontypandy interessiert sich für Papierflieger. Hä? Hm? Was war denn das? Oh, ich brenn gleich durch. Oh, das Telefon. Notruf. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuer! Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache? Feueralarm. Es geht um Sekunden. Sam! Sam! In der Küche ist Feuer ausgebrochen! Feuer in der Küche der Feuerwache? Ich verstehe. Komm mit, Elvis! Ich komm ja schon! Stell sofort das Gas ab! Der Gashahn ist zu! Gut gemacht, Elvis! Elvis Crittlington, hast du geschlafen? Neben jedem Notausgang steht ein Feuerlöscher. Nein, Sir. Ich war so in Panik. Ja, und mein Eintopf? Du hast schon öfter Sachen anbrennen lassen, aber so sehr noch nie. Feuerwehrleute sollten Feuer löschen, Crittlington, und nicht Feuer legen. Ganz besonders nicht am Feuerschutztag. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Da ist etwas, das uns einen Hinweis geben könnte. Aha, ein Papierflugzeug. Vielleicht verrät uns das, wer der Übeltäter ist. Natürlich, das ist Briefpapier. Da steht ja ein Name. Lieber Hauptfeuerwehrmann Steele. Hauptfeuerwehrmann Steele, Sie waren das. Ich war das nicht. Das war Norman. Norman Price. Oh, tut mir leid. Das war ein Versehen. Ich wollte nur jemanden finden, der Papierflieger genauso toll findet wie ich. So ist das also. Nun, vielleicht sollte ich mal mit dem jungen Mann reden, Sam, und ihm da ein bisschen Wind unter den Flügeln machen. Eine gute Idee, Sir. Dann passiert das sicher nicht wieder. Oh, der Arme. Das war ganz bestimmt ein Versehen. Na, hoffentlich schimpft der Hauptfeuerwehrmann nicht zu sehr mit ihm. Keine Sorge, Elvis. Ich glaube, Hauptfeuerwehrmann Steele und Norman haben mehr gemeinsam, als man zunächst denkt. Die oberste Regel der Papierfliegerei lautet, immer gut aufpassen, wo man den Flieger hinwirft. Das wird ein Doppellooping. Cool! Der nächste Trick ist der berühmte Schraubentrudler. Ja! Wow! Wie haben Sie denn das gemacht? Das kommt alles aus dem Handgelenk. Ja, genau! Siehst du, wie er fliegt? Ja! Sobald das Wetter wieder besser ist, müssen wir die brüchigen Wege ausbessern, damit niemand abrutscht. Aber bis dahin müssen wir Warnschilder aufstellen. Hörst du das? Was ist das? Ein kleiner Vogel.
Armer Piepmann. Er hat sich in dem Draht verfangen und ist halb verhungert. Wir sollten ihn lieber in die Bergwacht bringen. Gute Idee, Sam. Und zwar schnell, bevor der Regen einsetzt. Und? Kannst du irgendwas sehen? Oh, Regen, Regen, Regen. Wie sollen wir jemals den seltenen Bergadler entdecken, wenn die Sonne gar nicht mehr scheint? Gibt es in unserer Gegend überhaupt Bergadler? Aber klar doch. Hast du das Bild in der Zeitung nicht gesehen? Das war oben in den Highlands. Die Highlands sind gar nicht so weit weg. Und der Bergadler hat so große Flügel, mit denen er herfliegen könnte. Wenn die Sonne wieder scheint, werden Mandy und ich ganz sicher einen finden. Viel Glück! Ja! Norman? Norman! Norman Price, stell sofort das Ding aus! Hm? Du weißt doch, was ich für empfindliche Ohren habe! Und wie sieht überhaupt dein Zimmer aus? Räum doch bitte auf! Geht nicht! Mandy und ich wollen einen Bergadler finden. Das sind nämlich ganz coole Vögel. Bis später! Wenn man Vögel entdecken will, darf man nicht so viel Lärm machen. Hallo, ist Mandy. Hi, Norman. Bis später. Und los geht's. Na, ihr beiden, was macht ihr denn so früh hier oben? Wir wollen heute einen Bergadler finden. Seine Flügel sind so groß. Ja, genau. Das klingt ja wirklich spannend. Aber versprecht mir, vorsichtig zu sein. Einige Wege sind gesperrt, weil die Klippen brüchig sind. Also achtet auf die Warnschilder und befolgt sie auch. Machen wir. Vielleicht sollten wir Schnuffi mitnehmen. Schließlich ist er ein Rettungshund. Gute Idee, Mandy. Er wird gut auf euch aufpassen. Na komm! Psst, Schnuffi! Sonst verjagst du noch alle Bergadler, bevor Norman es tut. Hallo, Tom. Oh, hast du hier oben etwa eine Tierklinik eröffnet? Die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht. Aber unser Patient ist schon wieder gesund. Wird Zeit, wieder draußen rumzuflattern, was, Kleiner? Stell dir vor, Mandy und Norman suchen da draußen nach einem Bergadler. Den werden sie hier in unserer Gegend aber kaum finden. Ich weiß, aber versuch das mal Norman Price zu erklären. Er weiß doch immer alles besser. Da hinten! Das war kein Bergadler. Den hast du nämlich bestimmt schon längst verscheucht, Norman. Hab ich gar nicht. Ich weiß, was ich tue, Mandy. Ab hier ist der Weg gesperrt, Norman. Gehen wir lieber zurück. Unsinn, Mandy. Sieh dich doch um. Der Weg ist völlig in Ordnung. Was ist denn mit Schnuffi los? Vielleicht wittert er ja Gefahr. Ach, jetzt hör auf, Mandy. Er ist nur ein Hund. Ein Rettungshund. Hol das Stöckchen, Schnuffi. Siehst du? Schnuffi findet auch, dass wir nicht weitergehen sollten. Aber Hunde können doch noch nicht mal lesen, Mandy. Ich weiß, was ich tue. Wir sehen schon früh genug, wenn der Weg unsicher wird. Komm schon, hier finden wir den Adler bestimmt. Die haben ihre Nester gern an entlegenen Orten. Da! Hilfe, hier unten! Hilfe! Und jetzt flieg los, Kleiner. Och, was hast du denn, mein Kleiner? Du bist doch jetzt wieder ganz gesund. Also flieg zurück zu deinen Freunden. Los! Vielleicht hast du ihn zu gut gefüttert, Tom. Hey! Eigentlich machte sich der Vogel ganz gut auf deinem Kopf, Tom.
Hopsen ist Känguru, nicht schon wieder. Tja, dem Piepmatz gefällt's hier eben, Tom. Denk dran, die Bergwacht ist nicht nur für Menschen da. Hilfe! 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 Es hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Hilfe! Hilfe! Schnuffi? Aber wer ist da noch? Hilfe! Oh nein! Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte! Norman Price sitzt auf einem Felsvorsprung fest. Das klingt für mich nach einem Fall für die Bergwacht. Ich nehme den Hubschrauber, Sam. Bis gleich. Verflixter Funkenflug, jetzt aber los. Mandy, wo ist Norman? Da unten, Sam! Feuerwehrmann Sam, hier unten! Es wird alles gut, Norman. Aber du musst mir jetzt ganz genau zuhören, damit ich dir auch helfen kann. Hallo, Tom? Wir brauchen eine doppelte Rettungsschlaufe. Kein Problem, Schleife kommt. Ich meine Schlaufe. Hör zu, Norman. Ich komme jetzt mit der Rettungsschlaufe runter. Du musst sie dir über den Kopf ziehen und dann unter deine Arme klemmen, Norman. Ich halte mich einfach fest. Das wird schon reichen. Nimm du nur Schnuffi. Norman! Du musst die Schlaufe richtig anlegen, Norman. Tut mir leid, Sam. Ich dachte, ich weiß, was ich tue. Aber von wegen. Keine Sorge. Ich bin ja da. Zieh uns rauf, Tom! Hier ist ein heißer Kakao. Der Schock hat dir sicher das Blut in den Adern gefrieren lassen, Norman. Was für ein Glück, dass Schnuffi mit dabei war. Er ist wirklich ein sehr kluger Hund. Er wollte Norman nämlich nicht an dem Warnschild vorbeilassen. Entschuldige, Sam. Ich weiß ja, was du gesagt hast. Ja, dass man Warnschilder auch befolgen soll. Stimmt. Du hast recht. Wir hätten besser aufpassen sollen, Sam. Hä? Da! Hallo, kleiner Piepmatz. Zwar kein Bergadler, aber immerhin. Da ist dein kleiner Freund, Tom. Ha, sieh einer an. Wow! Von so nahe habe ich einen Vogel noch nie gesehen. Sieh nur seine Flügel. Oh, Schnuffi, jetzt hast du ihn verjagt. Schnuffi hat ihm doch nur einen Gefallen getan. So ein Wildvogel ist nämlich kein Haustier, Norman. Verstehst du das? Du bist wirklich der klügste Hund auf der ganzen Welt, Schnuffi. Was hat ein Hund überhaupt in einer Feuerwache zu suchen? Der schnüffelt doch nur überall rum und steht einem im Weg. Außerdem kläfft er immer, wenn ich am Trommeln bin. Aber Schnuffi ist kein gewöhnlicher Hund. Er ist ein Rettungshund, Dad. Ein Rettungshund? Das ist ein Haustier, Mandy. Kann ein Hund etwa einen Wasserschlauch benutzen oder eine Leiter raufklettern oder das Funkgerät bedienen? Wenn dieser Hund ein Rettungshund ist, dann esse ich mein schmutziges T-Shirt. Oh, das lässt du schön bleiben. Dieses T-Shirt muss in die Wäsche, Mike Flatt. Puh, riecht das übel. Gib Schnuffi doch eine Chance, Dad. Er ist wirklich ein Rettungshund. Und ich werde es dir beweisen. Eine Überprüfung der Ausrüstung ist nötig, um die gesamte Ausrüstung auf Abnutzung der Ausrüstung zu überprüfen. Super, ich überprüfe den Krankenstuhl. Schieb mich mal an, Penny. Halt, das soll eine Überprüfung sein und kein Seifenkistenrennen, Quiddington. Hey, da kommt Mike, um den verstopften Abfluss zu reparieren. Und genau deshalb sollten die Verletzten immer sorgfältig angeschnallt werden. Kannst du mir mal helfen, Penny?
Hallo Leute! Was ist denn hier los? Hilfe! Hilfe! Mandy, was ist denn? Ist was passiert? Was ist denn los? Hallo Schnuffi, das ging aber schnell. Siehst du, Dad? Er ist doch ein Rettungshund. Er ist sofort gekommen, als ich um Hilfe rief. Mandy, mit so etwas macht man doch keine Witze. Und außerdem beweist das noch gar nichts. Komm, Elvis. Sam, ist Schnuffi denn nun wirklich ein Rettungshund? Na klar doch, Mandy. Aber wie kann ein Hund euch denn helfen? Schnuffi hat einen hervorragenden Geruchssinn, Mandy. Er ist also ein toller Spürhund und... Wirklich? Danke, Sam. Ich war noch gar nicht fertig. Was ist denn dieses Chop Suey, Gwendolyn? Nicht Chop Suey, Dillis. Feng Shui. Das ist die uralte chinesische Kunst, die Möbel so aufzustellen, dass die gute Energie richtig fließen kann. Oh. Ob der Supermarkt diese gute Energie wohl auch brauchen könnte? Natürlich, Dillis. Ich werde mich darum kümmern. Aber erst, wenn Mike hier war und die Treppe repariert hat. Oh je. Dann kann er auch gleich den Kühlschrank wegrücken. Der strahlt sicher jede Menge schlechte Energie ab. Ach, du liebe Zeit. Tatsächlich. Ja, der Abfluss wird befreit hier und heute, sonst wird der Ärger groß. Ja, der Abfluss wird befreit, liebe Leute, der Abfluss hat einen Kloß. Achtung! Was treibt ihr beide hier eigentlich? Mike Flood, Klempner, Hauptfeuerwehrmann Steel, Sir. Ich repariere den Abfluss, Sir. Und ich helfe Mike beim Reparieren, Sir. Nun, dann schlage ich vor, dass ihr kein Musical daraus macht, sondern eure Arbeit tut, klar? Ja, Sir! Autsch. Hi, Mandy. Suchst du dein Dad? Nein, noch nicht. Erstmal müssen wir Schnuffi finden. Da ist er ja. Hallo, Schnuffi. Was habt ihr denn mit ihm vor? Mandy will beweisen, dass Schnuffi ein guter Spürhund ist. Ich habe mir eine ganz tolle Übung für ihn ausgedacht. Und zwar mit Dads verschwitztem T-Shirt. Oh, das könnte sogar ich aufspüren. Na los, such ihn. Na, da bin ich aber mal gespannt. Hallo, Mandy. Wo ist denn Dad jetzt wieder? Er musste gleich weiter, nachdem er den Abfluss repariert hatte. Ich glaube, er hat eine Spur gefunden. Komm! Schnuffi, warte! Sieht aus, als könnte er Mike bis hierher riechen. Ich habe eine Bitte, Mike. Bevor du die Kellertreppe reparierst, könntest du da wohl erst diesen Kühlschrank runtertragen? Der strahlt hier oben schlechte Energie ab. Schlechte Energie? Davon habe ich noch nie gehört. Hä? Oh. Das ist Chop Suey, Mike. Gwendolyn kennt sich damit aus. Ganz genau. Und jetzt ist der Supermarkt fällig. Oh je. Komm schon. Mein Arm! Also langsam frage ich mich, ob Schnuffi überhaupt weiß, was er da tut. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. So wie ich. Mein Dad hatte wohl doch recht. Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache. Aus jetzt! Sei still! Halt, Mandy! Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn!
von meinem Dad. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flood hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Unfall im Kabeljau-Café. Opfer ist eingeklemmt. Schwester Flood verständigen. Es könnte sein, dass wir ihre Hilfe brauchen. Okay, Sam. Ganz ruhig, Mike. Wir holen dich da gleich raus. Vorsichtig, Sam. Beweg ihn nicht. Wir müssen ihn ruhig stellen, falls er sich den Rücken verletzt hat. Ich hab den Krankenstuhl mitgebracht, Sam. Der Krankenstuhl nützt uns nichts, Elvis. Ohne Treppe kriegen wir den nicht runter und nicht rauf. Wir brauchen die Trage. Gut, also die Trage. Schön vorsichtig. Es ist nur ein einfacher Bruch. Du bist sicher ganz schnell wieder auf den Beinen, Mike. Hey, hier ist noch ein Besucher für dich, Dad. Schaff diesen albernen Hund weg! Diesen albernen Rettungshund, Dad. Okay, okay. Er ist ein Rettungshund. Du hattest recht, Mandy. Er ist ein super-duper-Spürhund, oh yeah. Er ist ein super-duper-Spürhund, oh yeah. Er ist ein super-duper-Spürhund, oh yeah. Dieser Hund, der kann dich retten, oh yeah. Norman? Norman! Na endlich, Norman. Was stellst du denn nun wieder an? Gar nichts, Mom. Gar nichts? Mit meinem Besen? Und das ist meine beste Wolldecke. Mom, ich gehe zelten. Ich brauche die Sachen unbedingt. Wie soll ich denn ein Zelt bauen ohne einen Besen und eine Decke? Wie bitte? Oh, Norman, Camping ist gefährlich, sehr unsauber und... Camping macht Riesenspaß. Oh, hallo, Trevor. So eine Überraschung. Ich liebe Camping. Nichts als Natur, dazu diese herrlich frische Luft. Ich war früher bei den Pfadfindern, weißt du? Tatsächlich? Sie sahen bestimmt süß aus in kurzen Hosen. Aufgepasst, Männer. Und du auch, Penny. Es ist Frühlingszeit und wir wissen wohl alle, was das bedeutet. Dass alles blüht? Unsinn, Quitlington. Es bedeutet Zelte, Wanderer und Picknick. Und das bedeutet eine erhöhte Feuergefahr. Waldbrände, Flächenbrände. Und jede Feuerart verlangt besondere Vorgehensweisen und besonderes Löschgerät. Wieso ist die Schaufel so wabbelig? Das ist eine Feuerpatsche zum Ausschlagen der Flammen. Ach so? Sag mal, Norman, hast du schon jemals in einem echten Zelt geschlafen oder auf einem echten Lagerfeuer Essen gemacht? Klar, ganz oft sogar. Ist doch ein Kinderspiel. Oh, das stimmt nicht. Du wolltest im Garten schlafen einmal und als es dunkel wurde, kamst du zitternd rein. Oh, Mom, da war ich erst 3. Na, Norman, wie wäre es, wenn ich dich mal auf eine hübsche Campingtour mitnehmen würde? Ja, super wäre das. Und wann fahren wir los? Na, wie wär's denn dieses Wochenende, wenn du so drauf versessen bist? Oh ja, Trevor, das klingt wundervoll. Der Sternenhimmel kann so romantisch sein. Wann fahren wir? Aber ich... Oh ja, ich bin ganz verrückt nach Natur. Das stimmt nicht, Mom. Hallo, Trevor. Sag mal, weißt du auch, worauf du dich da einlässt? Natürlich, Sam. Ich bin schließlich ein sehr erfahrener Abenteurer. Ich weiß, wie man sicher Feuer macht. Das habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Tut mir leid. Ich wollte nicht deine Fähigkeiten anzweifeln. Ich meinte Norman Price.
Oh ja, ich weiß Bescheid. Norman, komm sofort her und hilf mir mit den Koffern. Das wird bestimmt richtig lustig. Schönes Wochenende. Vielleicht sollte ich lieber die Bergwacht vorwarnen. Nur um ganz sicher zu gehen. Campen kann sehr gefährlich sein, Mom. Man muss die ganze Zeit aufpassen. Vor allem möglichen. Zum Beispiel Wildkatzen. Wildkatzen? Natürlich zwingt dich niemand, hier zu bleiben, wenn du nicht willst, Mom. Hören Sie nicht auf Norman. Es gibt doch gar keine Wildkatzen in den Ponty-Pendy-Bergen. Wer weiß. Und wenn sich hier Tiere, die aus dem Zoo ausgebrochen sind, verstecken? So ein Unsinn. Ich habe im Fernsehen was über einen riesigen Löwen gesehen, der jahrelang so unterwegs war und jede Nacht hörte man ihn brüllen. Dann bleiben wir dicht beim Wagen. Na gut, das kannst du natürlich gern tun. Oder Trevor bringt dich gleich nach Hause. In der Zwischenzeit suche ich mir einen schönen Platz zum Zelten. Und sorgt euch bloß nicht um mich. Ich weiß, wie man mit wilden Löwen fertig wird. Norman, warte doch! Ein Löwe! Das ist doch nur Norman. Oh, vielen Dank, Trevor. Komm mit, Mom. Wir sammeln jetzt lieber Feuerholz. Also ganz ehrlich, Dillis, es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Die größte Gefahr hier draußen sind die Menschen. Sie verursachen die meisten Waldbrände. Waldbrände? Ja, darum bin ich ja auch schon beim Aufbauen des Lagerfeuers sehr vorsichtig. Hey, so Camper haben mal einen Waldbrand erst mitgekriegt, als ihr ganzes Zelt bis oben hin voller Rauch war. Alles in Ordnung bei euch, Tom? Ja, Sam, hier ist alles bestens im Moment. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass Trevor heute Nacht dort zeltet. Mit Norman Price. Alles klar, Sam. Gut zu wissen. Ich halte die Augen auf. Na, das hätten wir. Ich denke, das Feuer ist jetzt heiß genug zum Essen machen. Wir brauchen nur noch den Topf und was Leckeres, was wir darin kochen. Ah, oh, Feuer! Ein Waldbrand! Die Bäume stehen in Flammen! Komm schnell! Alles sofort in den Wagen! Mom. Nein, Dillis! Hier lang! Hilfe! Wir brauchen Feuerwehrmann Sam! Ein Feuer in den Ponty-Pendy-Bergen? Oh nein! Beeilung, Leute! Jeder nimmt seine Ausrüstung! Schnell! Feuer in den Ponty-Pendy-Bergen, Sam! Verständigt sofort, Tom! Hallo, Tom. Wir sind gleich da. Ein Feueralarm in den Ponty-Pendy-Bergen. Ein Feueralarm? Ja, ist klar. Ich schau mich um. Seltsam, man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Vorne war es rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen. Oh, oh, oh nein. Mom, das ist der Sonnenuntergang. Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich. Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich noch mal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm. Es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich ruf Sam an, das muss er wissen. Hallo? Hey Sam, ich hab das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steele, was los ist. Oh nein! Mann, Trevor! Es brennt wirklich!
richtig, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich. Oh nein, die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Tom, Thomas an Sam, ich bin jetzt gestartet, wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Alles in Ordnung, Trevor? Oh, es tut mir leid, Sam. Ich hätte nie das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen dürfen. Ich war doch bei den Pfadfindern. Weiß ich, Trevor. Aber so ein Versehen kann jedem mal passieren. Oh nein, oh nein, oh nein. Meinst du, es ist sicher, wenn er da ganz allein draußen zeltet? Ja, Dillis. Absolut sicher. Schnell hier seid. Da oben, da, Sam. Keine Sorge, Gwendolyn. Das ist wirklich ganz leicht. Die Stützen für Jupiter ausfahren. Jupiter steht stabil. Beeilung, Sam. Ich fahre jetzt den Korb hoch, Sam. Etwas näher ran, Penny. Na, Tiger? Unten ist es doch viel schöner. Hey, nicht so voreilig. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Klappt doch immer wieder. Alles klar, Penny. Lass mich runter. Oh, danke, Sam. Achtung, Sam. Ich fahr dich runter. Oh, ein Glück. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Hier, bitte, Penny. Oh, oh, Sam, wie kann ich dir nur danken? Tiger hatte so schreckliche Angst. Wenn er wirklich Angst hätte, würde er wohl nicht andauernd darauf klettern. Ach, Tiger, er vergisst immer, wie hoch das ist. Halt, wartet! Habe ich was verpasst? Ich will was Spannendes mit meiner neuen Kamera aufnehmen. Tja, viel ist heute nicht passiert, Mandy. Ich habe nur Tiger vom Dach geholt. Schon wieder? Ich weiß was. Könnt ihr Tiger nicht wieder aufs Dach setzen für mich? Ich glaube, das ist keine gute Idee, Mandy. Aber ich will das doch filmen. Oh, mein armer Tiger. Auf keinen Fall. Wiedersehen, Mandy. Norman! Was? Ich möchte nur in deinem Film sein. Hey, natürlich. Wieso drehen wir nicht einen richtigen Film zusammen, Und dein Bruder ist da hoch und hat ihn gerettet, Charlie. Sam ist ein großer Held, nicht wahr, Tiger? Feuerwehrleute sind sehr mutig. Was ist denn mit Fischern? Fischer sind auch mutig. Oh, natürlich sind sie das. Ja, Dad! Du bist unser Held. Tja, na, dann gehe ich jetzt mal los. Richtig schöne, große Fische fange ich. Oh. Sarah! Jake! Hey, ihr zwei, Sarah. Hört mal! Wir suchen Schauspieler! Wir brauchen Fischer Charlie! Keine Panik! Ich bin unterwegs! Es wird alles wieder gut! Ja, keiner ist so toll wie Charlie! Weil ich der Star in diesem Film bin. Ich hatte die Idee zuerst.
Charlie, alles in Ordnung? Nein, ich meine, ja, ich muss los. Bis nachher, Gwendolyn. Ich habe eine super Idee für mein Kostüm. Wartet hier, ich komme gleich wieder. Bist du das, Norman? Ich bin in der Dusche. Entschuldigung, Mom. Tada! Was soll denn das bitte darstellen? Mein Kostüm. Ich bin ein Superheld. Oh, wo ist denn der Vorhang vom Badezimmerfenster? Norman? Ja, ich habe eine tolle Idee. Sarah kann so tun, als ob sie in Schwierigkeiten ist. Und ich rette sie dann. Achtung! Und Action! Norman! Die Kommandos gebe ich! Immerhin ist das meine Kamera. Oh, bitte, Mandy. Du kannst nicht alles machen. Na klar, schon gut. Action! Haha, hier bleibst du nun auf dieser Insel und niemand wird deinen Rufen hören. James? Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Ha, keine Angst, Norman Man ist da. Ich rette dich. Moment noch. Norman Man? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Komm schon, Norman Man. Wir warten alle. Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Hilfe, Hilfe! Hm? Hilfe! So rettet mich doch! Rühr dich ja nicht, Sarah! Hilfe, Fischer Charlie kommt zur Rettung! Alles klar, ich bin jetzt bereit. Aber ich nicht. Ich muss erst die Kamera wieder einschalten. Kommt jetzt endlich mal jemand her, um mich zu retten oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah. Norman Man ist da. Norman, hör auf mit dem Quatsch. Du bist nicht wirklich ein Superheld. Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam. Hilfe! Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Halt dich fest! Keine Angst, Dad! Feuerwehrmann Sam ist gleich da! Hilfe! Ein Glück, Sam Penny. Was ist denn passiert, Charlie? Ach, weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich hab den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen. Und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh nein. Ich tauche runter und seh mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Aha. Ja! Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Helden. Ja, toll! Klasse, Sam! Ja, das hat Sam super gemacht. Da, Tiger. Da
Dein Held ist jetzt ein Filmstar. Oh, das ist mir unglaublich peinlich. Nicht so peinlich wie mir, als ich vorhin merkte, dass der Badezimmervorhang weg ist. Psst, ihr verpasst noch das Allerbeste. Was ist mit Norman, man? Ich bin auch ein Held. Norman! Das ist Sams dritte Rettungsaktion an einem Tag. Und das ist mein Badezimmervorhang. Norman! Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not.